Guten Tag, Tag 6 im Dschungelcamp. Der Held des Tages. Sophia hat was Krasses über Natalie herausgefunden. Die ist wie ein Alien. Okay, das meinte ich jetzt nicht. Sophia meint, Natalie würde nicht ins Camp passen, weil sie immer so aufgetakelt ist. Das ist ja kein Laufsteg, das ist hier ein Dschungel. Da hast du vollkommen recht. Sie sitzt nur mit den Haaren im Spiegel. Das ist doch... Spieglein, Spieglein in der Hand, wer ist die Schönste im ganzen Land? Also auf jeden Fall nicht diese Helena, ne? Die alte Kampflesbe. Die stinkt doch noch Fisch. Also ich finde das habe ich ja noch nie gesehen. Mit dummen Leuten muss ich mich nicht unterhalten. Nur anschweigen, es ist aber eine komische Ehe. Der Loser des Tages. Heute mal ein Rätsel, wer ist gemeint? Die hat doch nichts erreicht, die Furzfrau. Was heißt Frau? Richtig, Helena. Thorsten, was bist du denn so sauer? Du musst einfach mal deine Schnauze halten. Nur weil du gestern alles gegessen hast? Ja. Und sie dich danach vor laufender Kamera angezickt hat? Sei doch nicht eifersüchtig. Auf deine Sendung. Die abgesetzt wurde. Recht hast du. Jetzt haben die Zuschauer dich wieder in die Prüfung gewählt. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Du bist doch selber schuld für das, was du jetzt bist. Was denn? Furzfrau. Die Dschungelprüfung. Natürlich wieder mit Helena. Jetzt kannst du die Schmach von gestern wieder gut machen. Im Hellen durch alle Räume gehen. Ziemlich dreckig. Ist das A. ein Set von Frauentausch? B. die Wohnung einer Familie aus Helenas ehemaliger Sendung? C. Helenas Wohnung? Oder D. der Castingraum vom Bachelor? Sag jetzt nein, das mach ich nicht. Dann suche ich mir halt jemand anderen aus. Neue Runde, neues Glück. Ich bin Helena Fürst und ich bin stolz drauf. Zu Recht. Es gibt sogar schon Merchandise-Produkte für Karneval. Der Thorsten reagieren wird. Ist mir egal. Karriere ganz beendet. Ist mir egal. Habe keinen Teamgeist. Ist mir egal. Mein IQ ist unter 50. Ist mir egal. Immerhin trägt sie ein BH. Es könnte also alles noch viel schlimmer sein. Der Tweet des Tages. In den 90ern war mir Helena irgendwie sympathischer, als sie noch gesungen hat. Die Weisheit des Tages. Das Wort Orgasmus. Am Ende ist es halt eine Art von Punkt, wo man eine Grenze erreicht, wo man sagt, ab hier und jetzt kann ich schlafen? Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. An Tag 5 gab es die Super-Ekel-Essprüfung. Infos zum Camp gibt's bei Stars on TV. Link in der Beschreibung. Ciao.